Hallihallo Freunde, herzlich willkommen zu Zubläse. Es geht auch gleich weiter hier in diesem Part. Und wir sind stehen geblieben, haben im letzten Part Algenkräuter geholt hier. Und ja, Heilkräuter aber aus Algen gemacht. Und jetzt werden wir natürlich erstmal den Boss hier machen. Da. Wir sind ja schon wieder am Ende. Oh, nicht den Boss, sorry. Dann heißt es wohl erstmal noch ein paar Wege machen hier. Zahm. Und ich lasse mich schon wieder dumm treffen. Ich trottel. Kill erstmal alle. Und weg. Du dummes Ding, oh was? Ich tu mich gleich wieder aufladen, indem ich wieder in Palast des Gottes reingehe, da wo diese heilige Gottmusik ist. Da tue ich mich dann gleich wieder aufladen. So, jetzt spawnen. Und jetzt muss ich dich aber erstmal kalt machen, du dumme Sau. Zack, zack. 100 EP-Punkte. Wie viel brauchen wir nochmal? 42.000. Oh Mann. So, jetzt muss aber der letzte sein, oder? Oh ja, yeah, das war der letzte, aber jetzt geht wieder ein Weg nach unten. Es geht noch weiter. Oh nein, ist schon wieder so eine Teleporter-Viecher. Nein. Dennoch so viele. Oh geil, der spawnt auch noch da. Cool. Cool, hab ich das Erz auch oder was? Wie viele kommen denn hier noch? Aber egal. Das gibt schöne Erfahrungspunkte, Freunde. Cool, mit einem Schlitz hier, mit meinem Kraftarmband geht immer alles wunderbar. Zack, zack. Und stirb. Was? Hier haben wir auch noch einen Porter. Was geht ab? Tür befreit eine Großmutter. Hat der letzten Part so viele Großväter freigespielt, ey. Oh, jetzt kommt mal eine Großmutter wieder hier. Und was haben wir jetzt? Wieder eine Großmutter, ein Großvater. Scheint nicht so. Eine Großmutter wieder. Cool. Ah, das sind die Großmütter zum Dings runter. Aber den Weg werden wir auch gleich freispielen, wenn wir den Boss erledigt haben. So, jetzt haben wir aber erstmal alles freigespielt. Hier, oder ist hier oben noch was? Nein, der Bossweg. Da gehe ich aber jetzt erstmal noch nicht rein. Ich will mir nämlich jetzt diese 4 Erfahrungspunkte, ja, die können uns noch helfen. Das kann gut möglich sein. Jetzt gehen wir wieder raus und werden jetzt erstmal uns den Kampf stellen. Genau, was wird uns da überhaupt, genau? Leute, was wird uns da jetzt überhaupt erwischen? Na dann ratet mal. 3, 2, 1, fertig mit raten. Ich gehe rein, ich weiß es. Ich habe wieder ganz scharf überlegt und da ist der Wurm. Doch kein Wurm. Scheiße, ich habe falsch gedacht. Ich dachte, das wäre ein Wurm, aber das war ein anderes Spiel. Das war ein Eggraiser. Sorry. Aua, ey. Ach ja, das war ja der gewesen. Ja, wie mache ich den am besten? Den treffe ich so nicht, ne? Der muss nah rankommen. Ja, jetzt zum Beispiel. Hätte ich ihn treffen können. Aber ich muss immer die Kugeln hier ausweichen. Habt ihr gesehen, der hat eine gelbe Lebensleiste. So eine Leiste bekomme ich später auch bald. So eine übelst krasse Leiste. Ciao. Daneben. Boah, komm her. Ciao. Zack, zack. Ach, er war bei mir. Nein. Ich hätte ihn treffen können. Wie treffe ich den jetzt am besten? Mach mal deine Strahlen wieder. Zack. Oh, er hat mich getroffen. Ja, Habt ihr gesehen, seine Leiste? Die wird dunkler und dunkler. Aber ich glaube, ich werde an den Kampf drauf gehen. Natürlich ist Haube immer. Zack, 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 zack. Oh Gott. Ich muss gucken, wie ich den jetzt am besten besiege. Ja, so, ne? Keine Ahnung. Mach mal deine komischen Strahlen da. Zack. Da. Aua. So, am besten immer, ne? Ja. Ich bleib dabei. Heilkräuter tue ich noch nicht oft ausrüsten. Ich habe ja noch mein Kraftarmband. So, mach erstmal deine Strahlen da. Aua, verdammt, doch noch getroffen. Und jetzt deine Feuerbälle. Yeah. Ja, ich darf aber bloß nicht drauf gehen. Jetzt muss ich am besten so weitermachen, ne? Ist am besten. Zack, 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 zack. Aua, verdammt. Heilkräuter. Wie viel? Oh nein, was mache ich denn? Zu oft gedrückt. Algenkräuter, genau, das ist ja noch das Algenkräuter von der Wasser, Nichts, oder? Glücksklinge haben wir alle, Zauber hilft nicht gut raus. Die Musik, die nervt so, ne? Hieß sie eins. Oh Gott, da hat er mich. Er ist K.O. Freunde, er ist K.O. Cool. Ich habe jetzt nicht auf der Lebensleiste geachtet, aber der Boss ging eigentlich noch, ne? Mit deinem Heilkräuter bin ich gut vorbeigekommen. Hätte ich noch ein Level, wäre ich jetzt nicht gestorben. Freunde, hätte ich ein Level, wäre ich wirklich nicht gestorben. Cube befreite den König. Oh yeah, jetzt sieht doch alles wunderschön aus. Mein König, sind Sie okay? Ach, scheiße Erkältung, tut mir leid. Sorry, dass der Part jetzt zu spät kommt, denn ich würde ihn ja früher hochladen. Ich muss ihn aber jetzt nachher aufnehmen. Natürlich werde ich jetzt gleich 2, 3 Aufnahmen machen. Dann werde ich den ersten Part erstmal gleich rendern, sofort hochladen. Dann wird es schon wieder gegen halb eins sein. Aua, verdammt. Tut mir leid dafür, aber
Ich wurde aufgehalten. Naja, ich war süchtig gewesen. Und zwar Minecraft-süchtig. Ja, und ich kam nicht von der PlayStation weg und. Nee, 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 nee. Böser Cube, aber naja. Egal, wenn ich die paar Aufnahmen jetzt später machen, habe ich mir so gedacht. Hauptsache, sie werden hochgeladen, ne? Da. So, jetzt werde ich aber gleich mal mit die Krösen mit der. Ich bin ein Magier. Wenn du alle drei Symbole des Meisters sammelst, werde ich den Phönix rufen. Oh yeah, das Phönix, das ist ein Zauber, der heißt so Phönix. Ich bin ein Magier, wenn alle drei. Okay, das Sila wird das gleiche. Gut. Du hast mich gerettet, vielen, vielen Dank. Ich habe die Schnecke Nome schlecht behandelt. Ich habe nicht auf das gehört, was sie gesagt hat. Sie sagte, dass Monster unsere Stadt überfallen würden. Ich habe sie eingesperrt. Besuche Nome. Ich glaube, dass du sie finden wirst. Such übrigens schon vom Phönix gehört. Wer immer die drei Symbole des Meisters einsammelt, den heißen Spiegel, den heißen Ball und den heißen Stock, der wird unterstützt des Phönix erhalten. Unterstützung des Phönix erhalten. Diese Person wird die gewaltigste Kraft im Universum erheben. Sorry. Wenn du es schaffst, alle zu sammeln, bring sie zu mir. Jo, ich habe jetzt nur noch zwei in Erinnerung, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich die ganzen anderen bekomme. Ja, ich soll zu Nome gehen, die Schnecke. Werde ich tun. König, was der König sagt, das Gefängnis war ja hier oben irgendwo, ne? Da, 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 da. Ich bin falsch, verdammt nochmal. Wo war das Gefängnis, ey? Verdammt, Mann, jo. Wo ist das? Hier unten? Ah, gut. Dann renne ich einmal rum und dann hier runter. Dam, dam, dam. Gefängnis, willkommen. Nome, die Schnecke, auf jeden Fall. Das war ja auch eine Schnecke von. Oh, jetzt sind auch alle wieder befreit. Das werde ich erstmal mit denen. Ah, nein, 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 nein. Der schläft. Dann werde ich jetzt erstmal den spannendsten Teil machen jetzt. Yep. Cube legt den Kraumstab auf den Pilz. Oh, geil. Oh, was hier? Das ist meine Heimatstadt. Der Bergwind hat meine Keimlinge an alle Winde verweht. Jetzt leben wir hier. Und jetzt? Lauf nicht zu weit. Träume sind, sonst verläufst du dich. Ja. Okay, dann werde ich da gleich nochmal zurückgehen und da habe ich jetzt bestimmt einen Weg freigespielt. Geil, mal gucken, was wir da bekommen. Es befindet sich ein Haus in dieser Richtung. Mechanische Monster, welche die mit einem normalen Schwert beseitigt werden können, leben dort. Die nicht mit einem normalen Schwert beseitigt werden können, leben dort. Sorry, ich habe mich verlesen. Der König hat von dir gesprochen, die Schnecke dort ist Nome. Okay. Mein Name ist Nome, ich habe früher mit Dr. Leo zusammen gewohnt. Dr. Leo wurde von König Margaret, den Beauftragten, eine Maschine zu bauen, die mit auf der Bindung das Böse aufnehmen konnte. Weil er sich weigerte, wurde er zu Margaret Schloss verschleppt. Er gab uns unbemerkt 4 Steine und sagte, rennt! Die Steine, die sind die Schlüssel zur Welt des Bösen. Die anderen Steine, die in Dr. Leos Labor und Margrets Schloss, hier nimm sie, silbernen Stein. Und ich begib dich zu dem Labor, in dem ich Dr. Leo gefangen gehalten habe. Gut. Ja, jetzt, das heißt, es zum nächsten Gebiet zu Dr. Leos Zuhause. Oh yeah, das ist so geil da eigentlich. Das ist der Wahnsinn, aber erstmal noch nicht. Nein, ich muss hier auch. Noch nicht, ich muss erstmal zurück. Und zwar habe ich ja einen Weg eben beöffnet durch die Schnecke. Und jetzt werde ich erstmal dahin gehen, gucken, was wir da gemacht haben. Was es bewirkt hat. So, da, 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 da. Geile Mucke ist so cool. Hier, ne, oder? Oder hier? Suchen, Freunde, ist egal. Ich werde schon finden, da. Da, 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 da. Geile Mucke. Lol, wozu ist der Spawner? Ist der neu? Freunde? Oder liegt das... Oder ist der Spawner jetzt für den Dingern hier? Aber die haben, glaube ich, keinen Spawner, oder doch? Werde ich ja sehen. Hauptsache ist da noch ein Spawner, Freunde. Wie krass bin ich denn? Hauptsache lasse ich den Spawner da liegen. Ich gehe da mal ran, vielleicht spawnt er jetzt was. Ach, Tatsache, das ist doch nicht der Spawner auf Fledermäuse. Das war ja sowas von klar, ne? Geile Mucke, Mann, das ist das Song-Enter-Spiel. Oh yeah, Mann, yo, Mann, ey, cool, ey. Da, oh, da, 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 ich hab so früh angefangen. Das Spiel ist doch so genial. Ich hab das Wort nicht, mir ist es ewig eingefallen, egal. Ich muss aufhören zu singen, irgendwie fallen mir manchmal keine Texte ein, manchmal doch. Aber endlich ist das Spiel so geil gemacht, ne? Ich muss erstmal diese verdammte Fledermaus hier kriegen, jetzt kommt auch schon. Die nächste Fledermaus. Zack, zack, ey, komm her, ah, hat sie mich getroffen. Und, komm.
Komm her, du Drecksack. Boah, schon wieder. Ja, wie viele kommen denn noch? Ich hasse Fledermäuse, verdammt, ey. So, yeah, cool, die letzte. Oh, was dafür schalten wir denn jetzt frei? Mal gucken. Was ist es denn? Eine Schnecke. Sorry, Freunde, ich muss noch was trinken. Ich habe auch den Ventilator jetzt neben mir an. Verdammt. Deswegen ist mir jetzt ein bisschen heiß. Nein, sorry, nein. Jetzt ist der Dings-Joypad ab und so. Sorry, Freunde. Der Joypad ist abgeschlossen. Jetzt muss ich den Emulator neu starten. Geht sofort weiter. Bis gleich. So, Freunde, weiter geht's. Ich habe aus Versehen hier und so, ja, Controller abgeschlossen. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist total dumm bei diesem Emulator. Wenn der Controller immer aus Versehen... Der hat irgendwie einen Wackelkontakt. Da muss ich mal was gucken, ne? Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Ich werde jetzt gleich weitermachen hier. Und... rausgehen aus der Welt. Da. Jetzt vergessen, Timer zu stellen. Egal, ein paar Sekunden. Ich habe gleich wieder auf Start gedrückt. So, hoch. Eine Stimme kommt aus dem Wolken. Cube, wie kann ich dir helfen? Bewegen. Nein, aufzeichnen? Okay, dann speichern wir. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Aufzeichnen, möchtest du weitermachen? Ja, na klar. Du hast die Wacke geschlagen. Gib es jetzt nicht auf. Gut, eine Stimme kommt aus den Wolken. Cube, wie kann ich dir weiterhelfen? Ich möchte mich bewegen. Auf zu Dr. Leos Labor. Da. Oh yeah, da unten ist die Hütte. Übrigens, ne, die Gebiete werden auch manchmal immer schöner, aber hier zumindest hat es bewirkt und hier war mal die Stadt zerstört, aber hat man vorher nicht gesehen, also gar nichts da gewesen. Hier ist eigentlich nichts passiert, oder? Und hier weiß ich auch nicht, ich weiß nicht. Mal gucken, jetzt ist da nur ein kaputtes Haus von Dr. Leo, mal gucken, ob es danach wieder heil ist, weil wir reparieren es ja auch, ne, durch die ganzen Spawner, die wir, ne, ist ja schon wieder keine neue Kunst hier, tue ich ja jetzt nicht spoilern, ne, weil... Das ist Dr. Leos Labor. Hier gibt es Maschinen, die nur vom mächtigen Zantetsus Klinge zerschlagen werden können. Sprich zuerst mit einer bestimmten Tür ins Zimmer. Zimmer gibt es zu lang. Ja, gut. Ich muss aber noch nicht hier runter. Ich muss aber erstmal mit einer bestimmten Tür. Oder muss ich hier doch runter? Ja, ich muss da runter. Gut, die Tür redet mit uns. Geil. Hier redet alles, ne? Wahnsinnsspiel. Damn, geile Mucke, das ist mein Lieblingslied hier in dem Spiel. Yo, da hab ich was vergessen, dass dies Lied noch existiert. Das ist doch so geil, man, yo, das ist so fett, ey. Die Raupen geben 150 Punkte, cool. Das Lied ist mal übelst geil, ne? Hier, zack, tsching, tsching. Oh, geil, ich kann die treffen, cool. Hab ich jetzt nicht gedacht, weil die sehen so metallisch aus. Oh ja, yeah, übelst die geile Mucke, Mann. Ich finde die Mucke übelst geil hier in dem Game. Ohne Mist, das ganze Spiel ist übelst geil aufgemacht hier. Übelst fett aufgebaut hier. Tschum und stirb und... Oh, die springen rüber. Oh, geht weg. Ah, unsterbliche Gegner. Ah, oh nein, noch mehr. Oh, was, die springen... diese fette... Oh nein, verzieh dich. Aua, du tust mir weh. Oh, geh weg. Oh Gott, Mann, schnell raus hier. Verdammt, Mann. Ich sterb hier noch. Oh mein Gott, jetzt ganz schnell raus. Und was gibt's hier oben? Oh Gott, der Helikopter, der fliegt uns die ganze Zeit hinterher. Muss ich hier raus? War das die große Tür, die ich freigespielt habe? Aber hier, oh Mann, verdammt. Ich werde ganz schön getroffen hier. Damn. Ich glaube, ich gehe raus. Nee, ich gehe raus. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ganz schnell raus hier. Oh Gott, da ist er. War das die Tür? Hoffentlich war das die Tür. Alter, wie die reinhauen, die Gegner. Ne? Ganz schön krass, oder? War das die Tür? Nö, das ist sie nicht. Was ist hier denn drinne? Zantetsu-Klinge, cool, das Schwert. Cool, dann hab ich sie jetzt. Hammer, gleich ausrüsten. Puh, ja. Schlägt die Monster mit spezieller Rüstung. Hat die Wirkung der Zantetsu-Klinge, kann ich auch erst mit Level 16 tragen. Und ich bin Level 16. Die Glücksklingel, größere Chance, um Juwelen zu finden. Das Todesschwert, besiegt die Monster mit einem Schlag. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum die manchmal mit einem Schlag sterben. Lähmung für starke Monster. Okay, und das? Ein Schwert vom Meister. Nichts Besonderes. Haben wir. Gut. Haben wir jetzt erstmal übelst geile Klinge jetzt. Aber erstmal gehe ich mich erstmal wieder aufladen. Ganz fix. Dann, zack. So. Da. So, und jetzt wieder raus. Wir setzen wir wieder voll. Jetzt können wir nämlich die starken Gegner hier, die wir hier eben zu tun hatten, erstmal killen und so. Geile Mucke, Fieder, geht's ab. Jetzt ist actionreiche Abenteuer. Und was geht hier ab, Mann? Wir killen diese Bagger hier. Was soll das sein? Ich habe kein Schwert ausgerüstet. Oh Gott, das habt ihr bestimmt eben geschrieben. Jetzt rennt er ohne Schwert rum.
Aber egal. Aber egal. Alles geklärt hier. Oh, hier. Yeah, cool. Mann, was habe ich denn jetzt freigeschalten? Tube befreit eine Katze. Ah, hier kommen ja Tiere und so Mäuse, Katzen und so. Entschuldigung, ich habe schon wieder zu viel erzählt. Sorry. Lasst euch überraschen, was ich hier alles freischalte. Oh, eine Katze. Cool. Ja. Ganz überraschend auf einmal. So, hier sieht aus, als wenn ich hier den Weg freischalte. Oh yeah, höheres Level. Level 17, cool, aber... Zack. 160 Punkte, Mann. Ey, die Erfahrungspunkte, das lohnt sich immer mehr pro Level. Okay, wir kommen weiter. Höhere Gegner, ne, und so, ja. Ist schon gut klar, ne? Ich glaube, ich habe... Mir ist in Erinnerung, dass ich mit Level 25 das Spiel beendet habe. Mit Level 25, 26 mal. So war das früher bei mir meist immer. Aber ich weiß nicht, wie ich dann noch leveln... Na, Gegner bekommen uns so zum Leveln und so, aber... Naja, mal abwarten, oh Gott. Rauben, Rauben, aua, aua, die treffen mich alle. Zip, weg mit dir. So, stirb, Mann. Zack, danke. Oh Gott, Alter. Komm mal zu mir, genau. Oh, ich hab schon wieder ganz viel Damage, alle. Oh Mann, Alter. Wow, wow. Ruhig, 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 Alter, wo fahrt ihr lang? Hallo? Oh Gott, einmal eine Runde, oder was? Oh Gott, ich lass mich jedes Mal treffen, oder? Oh geil, die letzten beiden nicht. Ching. Was? Oh nein, ich schon wieder. Ach so, das sind solche, aber nochmal so eine rasenden Viecher alle. Oh Gott, ich gehe gleich drauf. Ich habe kein Kräuter. Verdammt. Mann, ey. Aua. Zack. Und der letzte, der nächste und der nächste, bitte. Huh, yeah. Cool. Alter, ich gehe hier gleich drauf. Ich muss gleich nochmal raus. Oh geil, ey. Cube befreit eine Katze. Geil. Oh Mann. Ey, ich sterbe hier doch gleich wieder. Das wollen wir nicht, ne? So, und dann muss ich nämlich gleich nochmal in den Raum des Meisters mich nochmal heilen lassen. So, was haben wir? Ah, Cube befreit eine große Tür. Cool. Eine große Tür. Oh ja, komm, das Leben reicht. Dann gehe ich nochmal ein bisschen hoch. Bin nochmal wagemutig. Wie viel? Oh Gott, 59.000. Das dauert jetzt nochmal ein bisschen Level up hier. Oh, was? Was? Oh Gott. Was war das denn? Dam, 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 dam. Oh Gott, die kommen einmal vorne und dann wieder zurück. Oh Gott, das geht noch, ne? Zing. Ah, deswegen. Dich kill ich auch so. Oh mein Gott. Die Dinger drehen alle durch, alle. Jetzt haben sie sich alle da vorne. Oh Gott, nein. Jetzt kommen sie mir gleich entgegen, ne? Oh nein, irgendwann kommen sie wieder zurück. Die crashen jetzt einmal durch der ganzen Map oder so. Und bis sie wieder hier ankommen, muss ich sie dann umlegen. Ja, mal gucken, was passiert, ne? Ching. Noch ein Weg. Wieder so ein Saubermacher hier. Wo sind denn die? Ja, jetzt sind die Roboter weg, natürlich, toll. Wie gemein ist das denn? Ja, Hammer. Wo kommen die jetzt lang, ey, verdammte Scheiß, ey. Ach, da unten, kommt hoch, hier hoch, hier bin ich, yeah, cool, yeah. Ja, geil, hab sie gefunden, aber wo war der Spawner? Oh, jetzt muss ich noch den Spawner suchen, Freunde. Ah, hier ist er. Cool. Gefunden. Ging ja leichter als wie ihr gedacht, ne? Eine Kiste mit Schubladen. Na, genau. Stimmt. Irgendeine Kiste gibt uns immer Heilkräuter, war das. Oder? Ich weiß es nicht, werde ich ja sehen. Eine Kiste mit Schubladen, das sah aus wie ein Schrank. Eine Kiste mit Schubladen. Warum schreiben sie nicht einfach einen Schrank? Wieso machen sie sich das so kompliziert? Oh Mann, das war doch eine Kommode oder sowas, ne? Sowas in der Art, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Schrank. Für mich ist es ein Schrank und keine Kiste. Eine Kiste ist für mich eine Kiste halt, aber kein Schrank. Oder? Was sagt ihr dazu? Oh, komm her, stirb. Oh nein, mich triffst du... Oh, hat sich... Oh Gott, doch noch getroffen. Schon wieder getroffen. Mann, du dumme Sau. So, das war's. Zing. Ist auch schon wieder gleich der Part vorbei, Freunde. Cube befreit eine Katze. Ja, super. Eine Katze wieder. Haben wir einen neuen Tisch dazu. Es wird wieder schön dekorierbar hier. Alles schön, schön mit Tischen und so. Yeah. So, jetzt haben wir schon wieder euch Staubsauger hier oder Saubermacher. Reiniger. Die Reiniger sind das hier. Ja. So. Zack. Oh, noch ein Weg. Alter, wie weit geht's denn hier noch? Junge, Junge, Junge. Zing! 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 Yeah! Boah, jetzt haben wir den Weg von Anfang bis zum Ende, okay. Aber da hinten ging's nochmal runter.
Ich bin neugierig, was da hinten war. Da hinten, ja, ich weiß, da hinten war noch eine Treppe. Ich weiß, habe ich nicht vergessen. Ganz rechts der Map. So, jetzt erstmal wieder zu den Reiniger, so. Zack, 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 zack. So, aber hier oben haben wir... Oh Gott. Die nehmen wir uns alle vor. Zack, zack, zack. Ching. Ach ja, das macht ja gar nichts. Nein, nein, ich bin gestorben. Nein, nein. Meine Stimme kommt aus den Wolken. Weile dich nicht zu sehr, überleg dich in Geduld und reiche dein Ziel. Freunde, ich bin gestorben. Ja, egal. Ist doch schon wieder Zeit, den Part zu beenden, Freunde. Ich sag natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye.